habe meistens mein Skizzenbuch dabei und zeichne dann in das Skizzenbuch irgendwelchen Schweinskram. Langeweile. Mit Langeweile habe ich jetzt nicht so ein Problem. Also ich bin sowieso jemand, der sich sehr wenig langweilt, und sollte ich tatsächlich mal die Möglichkeit haben, dass ich ein bisschen Zeit habe, weil gerade nichts los ist, dann sitze ich immer da und zeichne. Ich habe meistens mein Skizzenbuch dabei und zeichne dann in das Skizzenbuch irgendwelchen Schweinskram. Aber ich bin immer irgendwie beschäftigt. Also es ist selten, dass ich mich auf einer Con mal langweile. Und wenn nicht, dann gehe ich halt mit der Kamera irgendwie rum oder Quatsch mit meinen Standnachbarn oder sowas in der Richtung. Auf jede x-beliebige Frage einzugehen. Ich habe kein Problem mit Kunden Fragen zu beantworten. Also wenn ein Besucher zu mir kommt und mit mir reden will und Fragen stellt und so, damit habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, wenn ihr zu mir kommt und interessiert seid und wissen wollt, was dieses ist und was jenes ist und so. Ich freue mich darüber. Kommt ruhig her, kommt zu mir und redet mit mir. Wie gesagt, ich bin schüchtern. Redet mit mir. Ich traue mich sonst nicht, euch anzusprechen. Vernichtende Kritik habe ich noch nie bekommen. Also ich habe ganz am Anfang, als ich mit dem Projekt angefangen hatte, habe ich ja diese vernichtende Kritik bekommen, habe daraufhin den Manga halt geändert. Ich habe danach nie wieder irgendeine Kritik bekommen, die das ganze Projekt so kritisiert, dass ich nur aufgrund dieser Kritik etwas dran ändern würde. Das Einzige, was ich halt kriege, sind immer wieder Vorschläge, was ich besser machen kann, was noch vermisst wird, was ich anders machen soll und so. Das kriege ich. Darauf gehe ich auch ein. Ich richte mich dann auch danach. Das ist ja auch der Grund, warum ich die Umfrage mache. Ich möchte, dass ihr mir sagt, was ihr gerne möchtet und was ihr gerne haben möchtet und wie das gerne aussehen soll. Und ich mache das dann so, wie ihr das möchtet. Menschen, die immer alles anfassen wollen. Das höre ich gerne auch wieder von allen, dass sie sich nicht trauen, auf dem Tisch irgendwas anzufassen, weil sie nicht wissen, wie der Zeichner dann darauf reagiert. Fasst die Sachen an, dafür liegen sie da. Also wenn ich möchte, dass irgendwas nicht angefasst wird, weil es zu teuer ist oder weiß der Geier, dann würde ich es entweder in die Vitrine stellen oder ich würde ein Schild dran machen, bitte nicht anfassen. Aber ansonsten könnt ihr alles betatschen und anfassen, was auf diesem Tisch liegt. Und nicht nur auf meinem Tisch, sondern auch auf dem Tisch von den anderen Zeichnern. Ihr könnt das Zeug anfassen, ihr könnt es in die Hand nehmen und ihr könnt da durchblättern. Kein Problem. Die Zeichner machen es wirklich so, also wenn es jetzt irgendwas ist, was kaputt gehen könnte oder so, dann werden die Zeichner dafür sorgen, dass es nicht kaputt gehen kann, selbst wenn ihr es anfasst. Ihr könnt die Sachen auf den Tischen antatschen. Wirklich. Mit dem Frühaufstehen habe ich überhaupt kein Problem. Also ich habe LBM zum Beispiel, bin ich jeden Tag um 4:30 oder so aufgestanden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, früh aufzustehen. Also ich stehe früh, extrem früh auf und ich komme extrem spät nach Hause. Ich schlafe, keine Ahnung, im Durchschnitt 4 bis 5 Stunden. Ich habe damit aber kein Problem. Das sind Sachen, auf die ich mich einstelle. Wäre es jeden Tag so, hätte ich damit ein Problem. Aber wenn das nur 3 oder 4 Tage so ist, danach feiert man Konkoma und dann ist alles wieder gut. Zu heftige Rede, schmerzende Hand vom Signieren. Das hatte ich noch nie. Also zumindest nicht auf einer Convention. Klar, wenn ich natürlich zu Hause bin und Autogrammkarten unterschreibe, dann mache ich das natürlich auch im Akkord. Oder wenn ich jetzt, wenn sehr viele Anfragen eingehen oder Bestellungen eingehen, die Mangas mit einer Unterschrift wollen. Aber auf einer Convention signiere ich eher selten. Also auf der Convention tut mir höchstens die Hand weh, weil ich irgendwie Conan-Einträge gezeichnet habe. Vom Signieren nicht. Dass die Orga was verkackt. Ja, hatte ich auch schon. Aber jetzt nicht so schlimm. Das war höchstens mal, dass ein Paket von mir irgendwie verloren gegangen ist, aber das wurde dann wiedergefunden. Ich kenne es aber von anderen Zeichnern. Also ist zum Beispiel von einer Zeichnerin, die zur Konichi einen Stand bekommen hat. Und als sie dort war, wurde ihr gesagt, was wie, du hast einen Stand bekommen. Ja, den haben wir jetzt vergeben. Und dann hatte sie keinen Stand mehr. Sie wurde dann zu dritt mit noch anderen an einen anderen Stand gequetscht und hatte dann eine Fläche von so. Und das ist also, wenn die Orga was verkackt. Gott sei Dank, dreimal auf Holz geklopft, ist es mir noch nie passiert, aber ich würde mich extrem drüber aufregen, würde es mir passieren. Und da dann abgespeist zu werden mit, ja, hier, du hattest zwar einen Stand, aber jetzt hast du keinen mehr, trollololololol, ich würde das nicht witzig finden. Randtische hatte ich auch schon gehabt,
Oder Nischentische hatte ich auch schon gehabt, wo ich mich extrem geärgert habe, weil ich habe für einen ganzen Tisch bezahlt und hatte im Endeffekt nur einen halben Tisch gehabt. Also das hier war mein Tisch. Das war mein Tisch und das stand in der Ecke. Und so, dass wir es in etwa die Hälfte der Tische. Und der andere Tisch stand so. Und die Besucher, die sind nicht hier außen rumgegangen, weil hier saßen wir, sondern die sind hier rumgegangen. Das heißt, die haben von mir nur diese Hälfte vom Tisch gesehen. Und die andere Hälfte vom Tisch, die war quasi nutzlos, weil hier schon bereits der andere Tisch dran stand. Ich habe quasi für den ganzen Tisch bezahlt und habe nur einen halben Tisch bekommen. Das fand ich scheiße. Und das andere Ding war halt auch, in der Ecke sieht einen keiner. Also wenn sie die Tische so stellen, dann bist du so sehr in der Ecke, dass dich kein Schwanz mehr sieht und mich hat keiner gesehen. Also an dem Tag kamen sehr viele zu mir, die mir gesagt haben, ach mein Gott, hier hinten bist du, ja, ich habe dich gar nicht gesehen, obwohl ich schon zweimal durchgelaufen bin. Und das kriegt mich dann teilweise echt auf. Nee, das finde ich dann nicht schön, aber es ist dann halt auch teilweise, hast eben die Arschkarte gehabt. Also wenn man einen Ecktisch bekommt oder einen Randtisch bekommt oder so, der so extrem blöd gelegen ist, dann hat man einfach Pech gehabt. Kein Geld. Kunden, die kein Geld haben. Rein formal, ja. Kunden, die kein Geld haben, sind ein Problem. Sind aber halt auch ein Problem, für das ich gegen das ich nichts machen kann. Denn entweder hat jemand das Geld, es bei mir auszugeben, oder hat es nicht. Ich bin ihm aber auch nicht böse. Das Ding ist dann nur, dass einige denken, dass es schlecht ist, wenn sie bei mir kein Geld ausgeben. Oder dass sie mir dann irgendwas schuldig sind oder so in der Richtung. Oder dass sie sich dann schlecht deswegen fühlen, weil sie bei mir nichts kaufen können. Ich sehe das alles immer unter dem großen Begriff Support. Ihr könnt mich supporten, indem ihr etwas von mir kauft. Ja, das ist richtig. Indem ihr den Manga kauft oder Merchandise-Zeug kauft oder Lose kauft oder irgendwas bei mir über den Onlineshop bestellt, damit könnt ihr mich supporten. Ihr könnt mich aber auch damit supporten, dass ihr einfach nur den Manga, den Online-Manga lest. Das ist schon ein Support. Ihr supportet mich dadurch, dass ihr Kommentare schreibt. Ihr supportet mich dadurch, dass ihr Fanarts zeichnet. Ihr supportet mich dadurch, dass ihr Fanfiction schreibt. Ihr supportet mich dadurch, dass ihr an Wettbewerben teilnehmt. Ihr supportet mich, dass ihr Zeug von meiner Facebook-Seite irgendwo teilt. Ihr supportet mich, dass ihr meine Tweets retweetet auf eurem Kanal. Ihr supportet mich, dass ihr meine Videos teilt. Ihr supportet mich, also alles Dinge, die ihr irgendwie rund um das Force Instance Projekt macht, durch Teilen, durch Liken, durch Verbreiten, durch drüber erzählen oder den Manga zu lesen oder Kommentare schreiben oder irgendwas in der Richtung, das ist schon ein Support und für den müsst ihr kein Geld ausgeben. Klar ist natürlich der Support durch das Geld am wichtigsten, aber auch der Support durch einen Kommentar ist auch super, 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 super wichtig. Und durch Teilen, Verbreiten ist auch mega wichtig.